Herr Kremp, die Kommunalwahl in Bad Säcking ist vorbei, das amtliche Ergebnis ist da. Die Wahlbeteiligung lag bei 42%. Ist das gut oder eher schlecht? Ich halte das für eine gute Wahlbeteiligung, weil sie liegt um einen Prozentpunkt höher als bei der Wahl 2009. Und es gab eigentlich kaum Wahlkampf vorher, sodass der Eindruck entstand, es ist alles ein bisschen politikmüde. Insofern sage ich, sind 42% ein respektables Ergebnis, eine respektable Wahlbeteiligung. Respektable Wahlbeteiligung und auch ein überraschendes Wahlergebnis. Und zwar sitzen ab sofort die Linken mit im Gemeinderat in Bad Säckingen. Was sagen Sie dazu? Oh ja, wenn ich aufs Wahlergebnis gewettet hätte, hätte ich sicher eine Menge Geld verloren. Ich hatte die Linken nicht im Gemeinderat. Und zwar schlicht und einfach allein deshalb schon nicht, weil die Linken mit 5 Kandidaten eine sehr kleine Liste und eine sehr knappe Liste gehabt hätten. Und damit sind die linken Wähler nicht die Möglichkeit hatten, alle Stimmen auf die Liste zu geben. Umso überraschender ist es für mich und umso erstaunlicher auch, dass die Linken im Gemeinderat drin sind. Jetzt gab es nicht nur in Bad Säckingen Überraschungen und die Redaktion Bad Säckingen besteht ja nicht nur aus der Trompeterstadt. Wie bewerten Sie denn die Ergebnisse aus den umliegenden Gemeinden? In den umliegenden Gemeinden liegt noch nicht alles vor zum jetzigen Zeitpunkt, aber für mich eine der großen Überraschungen war das Ergebnis in Murg. Da hat der frühere Bürgermeister der Gemeinde Herreschried im Hotzenwald und Amtsverweser in Rickenbach hat dort mit Abstand die meisten Stimmen auf sich vereint. Das ist ein klarer Beleg für mich, dass die Wähler wissen, wer kommunalpolitisch Verantwortung getragen hat und wer kommunalpolitische Erfahrung hat. Und insofern zeigt es mir auch, dass die Wähler sehr wohl mündig sind und gucken, wen sie wählen und wen sie haben wollen. Wenn Sie das Gesamtergebnis für Bad Säckingen betrachten, war sonst noch eine Überraschung dabei, außer der Einzug der Linken in das Gremium? Ja, für mich, ich habe damit gerechnet, dass die Christdemokraten zulegen werden und die CDU hat zugelegt. Sie hat einen Sitz mehr gewonnen. Das ist auch auf den Umstand zurückzuführen, dass die FDP nicht mehr vertreten war, dass das konservative Wirtschaftsklientel bei der CDU gelandet ist. Aber überrascht hat mich, dass mit der Frau Marita Vöckle eine der Aktivposten in den letzten Jahren bei der CDU im Gemeinderat das Mandat verloren hat und nicht mehr im Gemeinderat drin ist. Damit hatte ich nicht gerechnet. Wahl 2014, das größte Ärgernis für Sie? Oh, das ist ganz schnell erzählt. Im Jahr 2014 EDV, die nicht funktioniert. Ich bin schockiert darüber, wie viele Gemeinden und in wie vielen Rathäusern es gestern und heute EDV-Probleme gab, die dann zu einem massiven Verzögerungen beim Auszählen geführt haben. Und noch hoffe ich, dass wir für morgen die Zeitung alles hinkriegen. Aber wir liegen sicher 2 Stunden hinter Zeitplan.